So, hallo an alle zur nächsten Folge von 5 Dinge in Minecraft, die du noch nicht wusstest. Ich habe mich mal wieder durch den stickigen Sumpf der Kommentare durchgewühlt, durchgeschwommen, nur noch, dass der Hals rausguckt und ich habe hoffentlich wieder ein paar tolle Sachen gefunden. Ich wundere mich immer, warum falsche Sachen eingeschickt werden, die effektiv nicht gehen. Und ich wundere mich immer noch, warum Sachen eingeschickt werden, die teils sogar in derselben Folge drangekommen sind schon mal. Warum man sie nochmal forscht in den Kommentaren? Verstehe ich nicht. Nehme ich mit Sicherheit nicht dran. Ja, okay. 5 Dinge habe ich wieder rausgefunden oder rausgesucht. Die sind auch recht gut, behaupte ich mal. Ohne groß umzureden, es geht los. Wie viele Dinge wusstet ihr, schreibt es in die Kommentare. Und wer Ideen hat, gerne in die Kommentare dieses Mal reinschreiben. Los geht's. Die erste Sache ist von Bettlaken LP. Wir fangen mal ganz leicht an. Wenn man in Minecraft F3 und gleichzeitig D drückt, F3 und D, wird der Chatverlauf gelöscht. Übrigens, das mit F3 und H ist schon mal drangekommen und sehe ich unter jeder Folge immer wieder. Keine Ahnung, was die Leute mit F3 und H haben. Das ist uralt schon fast. F3 und D, folgendes, eine gute Story. Es gibt einen Grund, warum ich das hier reingenommen habe, wenn es nur ein kleiner Shortcut wieder war. Vor ein paar Tagen habe ich die Singleplayer-Let's Play-Welt auf Vordermann gebracht. Ich wollte ja weitermachen und das sieht auch ganz gut aus mittlerweile. Es ist weit fertig gebaut. Ich wollte meinen Chatverlauf löschen und habe blöderweise, keine Ahnung, es war recht spät, slash clear reingehauen und habe komplett meinen Inventar gelöscht. Ich wusste nicht, wie es geht. Mit F3 und D geht das allerdings, wenn ich F1 drücke, man sieht es wieder. Kann man F3 und D, warte, F3 und D, den Chatverlauf löschen. Kann ich mir neu vollschreiben. Bam. Natürlich, man muss erstmal nicht im Chatverlauf das drin machen, weil F3 und D geht hier so nicht. Wird nur ein D geschrieben, aber immer so hat F3 und D. Chatverlauf verschwindet. Kann wieder neu fortschreiben. Yes, okay. Die nächste Sache ist von Skeleton und er schreibt, wenn Werkzeuge zerbrechen, ertönt ein Zerbrechgeräusch bei einer Feldhacke nicht. Ich muss sagen, so wie es geschrieben formuliert ist, ist es so bessere Einsendung, könnte ich mir gar nicht wünschen. Kurz und prägnant auf den Punkt gebracht und ja, es stimmt so. Ich bin mal durchgegangen, habe mir kurz eine Hake geholt, eine Hoe und bin ja durch die Gegend geeiert. Meiner nicht. Und mal durchgehen, jetzt hört man ganz genau auf das entsprechende Geräusch. Und das macht ja ein Plüm, wenn Werkzeuge kaputt gehen. Einen noch und jetzt gleich kaputt. Achtung, genau drauf hören. Ich habe, denke ich mal, die Sounds ganz oben. Ja. Verschwindet einfach nur. Macht keinen Plüm, Klitsch oder was auch immer. Korrekt. Wusste ich auch noch nicht. Die nächste Sache ist von Albin und er schreibt, Villager tauschen nicht mit dir, wenn der Block, auf dem sie stehen, ein Slime-Block ist. Auch wieder sehr kurz, prägnant auf den Punkt gebracht. Besseres kann ich mir gar nicht wünschen und das ist tatsächlich auch korrekt. Wenn ich also einen Villager hier habe und der steht auf Slime-Blöcken, ich klicke ihn an, öffnet sich für eine kurze Zeit das Fenster, aber ich kann eigentlich nichts machen. Das heißt, ja, man kann nicht mit Villagern tauschen, wenn die auf Blöcken sind. Also ich drücke das nicht weg, das geht von alleine weg, ich mache gar nichts. Rechtsklicken, das Witz schließt sich sofort wieder zu. Naja, okay. Geht nicht, wenn Villager auf Slime-Blöcken stehen. Gut. Die nächste Sache ist von Leblo LP und er schreibt, man kann eine Hexe nicht durch einfaches Schlagen mit seiner Hand besiegen, da sie sich immer heilt und die Hand zu wenig Schaden macht. Fakt 2 übrigens, weil der erste Fakt war das mit dem, wenn Blitze Villager treffen, dass sie zu Hexen werden, aber das wussten wir schon mal gezeigt. Ich teste einfach gerade bei Hexe hier und ich kann die jetzt theoretisch boxen, wie ich will, denn die heilt sich da mit Regenerationstrink wieder voll. Und die Nasen bewegen sich seit neuestem. What the fuck. Ich kann die schlagen und es wird nichts und da kommt nächster Trank und die sind praktisch mit Faustschlagen nicht kurz zu kriegen. Ich bin auch gerade geflogen übrigens, das heißt, ich habe Crits gemacht. Ich weiß nicht, ob die gezählt haben. Aber wenn normal da steht und schlägt, die kriegst du nicht down. Die Nase geht übelst hoch. Ist auch neu. Neues Feature. Zählt mit dazu. Wenn man den Trank trinkt. Lol. Wird das nochmal mit... Ich könnte jetzt einen übelst bösen Witz reißen über die Nasen, aber... Egal. Ich lasse es lieber. Gut, kriegst du nicht down. Tatsächlich. Stimmt, korrekt. Ein Schwert allerdings, ohne Probleme, ein paar Schlägen ist weg. Bam. Fiese Viecher. Also zu Todeboxen ist nicht drin. Und die letzte für heute ist von Dr. Medrasen. Da habe ich übrigens gedacht, das stimmt eh nicht, ich probiere es erst gar nicht aus, habe mich aber doch noch dazu überrungen, es auszutesten. Wenn man mit einem Spawner auf einen Spawner drückt, wird das Tier, von dem du das Spawner hast, praktisch im Spawner gespawnt. Und ich habe gedacht, da will ich mich verarschen. Das funktioniert nie nimmer, habe aber doch überlegt, okay, ich teste es mal aus, vielleicht ist es ja wahr. Und da habe ich hier auf einmal einen Villager-Spawner drin stehen. Seit neuestem ist es anscheinend so, dass es tatsächlich geht. Du kannst den Spawner innen ändern. Jetzt spawnen die Villager. Ich kann auch Hexen reinsetzen. Das ging früher nicht. Das ging ganz sicher nicht. Das hätte ich gewusst. Man kann Villager oder im Creative Mode die Spawner ändern. Wenn man Spawner auf den Spawner drauflegt. Hexenspawner
Welcher Spawner? Hexenspawner? Lol. Okay, das war unerwartet. Aber auch coole Geschichte. Nicht erwartet. Dann wäre es das gewesen. Ich hoffe mal, es war einigermaßen interessant. Bedankt fürs Zuschauen. Wenn ihr den habt, gerne einschicken. Wie viel Dingen wusstet ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns demnächst. Lasst krachen. Und tschüss.